Drahtlos unterwegs im Internet, dank Smartphone, Tablet und Amp. Co. sind wir diesen Standard heute längst gewohnt. Doch was, wenn ein älterer Computer nur per Kabel mit dem Internet verbunden werden kann? In diesen Fällen hilft ein WLAN-Stick. Der WLAN-Stick stattet auch Geräte, die allein nicht WLAN-fähig sind, mit einem entsprechenden Empfänger aus und macht es ganz einfach, sie in das drahtlose Funknetz einzubinden. So liegen auch beim Einsatz älterer PCs keine lästigen Kabel im Weg und Geräte, die bereits über ein WLAN-Modul mit veraltetem Standard verfügen, können durch einen WLAN-Stick deutlich an Geschwindigkeit gewinnen. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Netgear A6100 WLAN-Stick. Schnelles Surfen garantiert der Netgear A6100 WLAN-Stick. Er ist im Dualband einsetzbar und bietet bei 5 GHz eine Geschwindigkeit von 866 Megabits pro Sekunde und bei 2,4 GHz 300 Megabits pro Sekunde. Damit lassen sich Filme in HD-Qualität optimal streamen und auch Online-Gaming läuft ruckelfrei. Der Netgear A6100 WLAN-Stick ist kompatibel zu den Netzwerkprotokollen AIE 802.11a Probit GN und AC. Er ist für eine leichtere und schneller Verbindung mit einem WPS-Knopf ausgestattet. Das zweite Produkt auf unserer Liste ist Techie AC1200 WLAN-Stick USB 3.0 WLAN AC1200 Dualband Netzwerkadapter. Der Techie AC1200 WLAN-Stick bringt es im 5,8 GHz Frequenzband auf eine WLAN-Geschwindigkeit von 867 Megabit pro Sekunde und im 2,42 GHz Band auf 300 Megabit pro Sekunde. So können im Optimalfall laut Hersteller Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Megabit pro Sekunde erreicht werden, ausreichend für das Streamen von Medien in HD und Online-Spiele. Der USB-Stick kann durch eine verstärkende 5 dBi Dualband-Antenne eine Reichweite von bis zu 100 Metern abdecken. Die Antenne soll dabei helfen, bei schwachem Signal eine Verbindung herzustellen. USB 3.0, aber abwärtskompatibel, der Techie AC1200 WLAN-Stick hat die USB-Technik 3.0, ist aber nach Angaben des Herstellers mit USB 2.0 und USB 1.1 Geräten abwärtskompatibel. Der WLAN-Stick bietet eine breite Kompatibilität, unter anderem zu Windows 10 8.8.17 Vista XP und macOS der Versionen 10.9 bis 10.15. Zur Nutzung ist nach Angaben des Herstellers die Installation eines Treibers notwendig. TV-Geräte, Projektoren und Drucker werden laut Techie ausdrücklich nicht unterstützt. Die AC1200-Serie soll von allen Routen unterstützt werden, ob WPA, WPA2 oder Web. Der WLAN-Stick hat Maße von 19,5 × 12,5 × 1,5 cm, Länge, Breite, Höhe und wiegt 77,1 Gramm. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.